Hallo zu Tacheles aus Breckerfeld. Haben Sie in diesen Krisenzeiten auch schon mit diesen quälenden, schlaflosen Sorgennächten Bekanntschaft gemacht? Reden wir mal Tacheles darüber. Tacheles reden, das bedeutet ja so viel wie völlig unverblümt die Meinung sagen. Und genau das sollten wir als Christen ja eigentlich zu jeder Zeit tun. Manchen von uns ist das bekannt. Die haben Schlafprobleme, andere überhaupt nicht. Die schlafen jede Nacht wie so ein Bär im Winterschlaf. Bei anderen sieht das aber ganz, ganz anders aus. Sorgen, dunkle Gedanken, enorme Hilflosigkeit, Vorwürfe, Sünde, unbeantwortete Existenzfragen, wilde Planungen und verrückte Ideen lassen uns keine Ruhe und behindern das Einschlafen und Durchschlafen. Wenn dann noch Albträume dazukommen und man schweißgebadet aufwacht, hat sich das mit dem erholsamen Nächten einfach erledigt. Die derzeitige Krise mit all ihren Nebeneffekten hat ganz großes Potenzial, uns nicht nur am Tag den Frieden zu rauben, sondern besonders auch in den Nächten. Da bin ich so dankbar, dass die Bibel das Phänomen der schlaflosen Nächte auch deutlich anspricht. Denn selbst David, dieser kleine Hirtenjunge, der dann später zum mächtigen König über Israel wurde, kannte Schlafprobleme. In Psalm 4 beschreibt er genau diese Gefühlslage, die uns den Schlaf raubt. Antworte mir, heißt es dort, auf mein Schreien, du Gott meiner Gerechtigkeit. In der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Wenn man im Bett liegt und am liebsten nur noch dann schreien will, hilft nur noch eins: beten. Zählen wir nicht nur Schäfchen, sondern reden wir mit unserem Hirten Jesus Christus. Wenn Sie jetzt schon Angst vor der nächsten schlaflosen Nacht haben, dann beten Sie doch die Worte, die David in Psalm 4, Vers 9 sprach. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Reden wir Tacheles. Ich frage Sie ganz unverblümt, wälzen Sie in Ihren Gedanken so viele Sorgen, dass Sie nicht einschlafen können? Oder reden Sie stattdessen mit dem guten Hirten. Trauen Sie Jesus Christus doch zu, dass er auch an Ihrer guten Nachtruhe interessiert ist. Diesen Fragen müssen wir uns stellen, denn wir haben keine Zeit, um den heißen Brei herumzureden. Bis zum nächsten Mal mit Tacheles aus Breckerfeld. Und bis dahin seien Sie doch ein Segensleuchter. Maranatha, unser Herr, komm und bitte heute. Ihr Johannes Vogel.